Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 2. Dezember 2011. Ja, wir haben vor kurzem ein Jubiläum gehabt, und zwar am 28. November 2011 wäre eben der österreichische Autor Stefan Zweig 130 Jahre alt geworden. Und er hat eben kurz vor seinem Tod noch die Schachnovelle fertig geschrieben, die ich auch heute vorlesen werde. Nun, warum ich es nicht nächstes Jahr anlässlich seines 70. Todestag lesen möchte, ist, weil ich Geburtstage lieber feiere als Todestage. Und da habe ich mir gedacht, anlässlich seines 130. Geburtstag, da lese ich eben Schachnovelle von Stefan Zweig. Und weil eben in 4 Tagen auch der Niccolo zu uns herkommt, lese ich auch heute wieder mal ein Liedchen vor. Also ich werde ein bisschen wieder mal singen, weil wir manche Fans das so gern haben. Und zwar, ich singe eben das Lied Lasst uns froh und munter sein. Und zwar das Niccolo-Lied werde ich heute vorsingen. Aber zuerst lese ich ein bisschen Stefan Zweig, die Schachnovelle. Also, es ist eigentlich auch recht viel gelesen. Es wird eigentlich sehr viel gelesen. Vor allem in der Schule liest man das. Und die Jugendlichen, die denken sich sicher, Zach, will ich nicht lesen. Aber vielleicht finden sie zumindest meine Videos lustig und bekommen dadurch ein bisschen eine Inspiration und einen Vorgeschmack aufs Lesen. Ja. Also, es hat eben ein paar autobiografische Elemente. Also, das gehört das ist typisch für die Exilliteratur. Entschuldigung. Und da liest der Stefan Zweig eben etwas vor, über einen Mann, der eben von Nazis verfolgt worden ist und der eben nachher gegen einen Schachprofi antritt. Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben. Telegrafenboys mit schiefen Mützen schossen Namen aufrufend durch die Gesellschaftsräume. Koffer und Blumen wurden geschleppt. Kinder liefen neugierig treppauf und treppab, während das Orchester unerschütterlich zur Deckshow spielte. Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten, etwas abseits von diesem Getümmel, auf dem Promenadendeck, als neben uns zweimal oder dreimal blitzlich scharf aufsprühte. Anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt auch rasch von Reportern interviewt und fotografiert worden. Mein Freund blickte hin und lächelte. Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Zentovic. Und da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei Mirko Zentovic, der Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien. Aber wie sollte so ein rascher Ruhm nicht einen so leeren Kopf beduseln? Schloss mein Freund, der mir gerade einige klassische Proben von Zentovic kindische Präpotenz anvertraut hatte. Wie sollte ein 21-jähriger Bauernbursche aus dem Banat nicht den Eitelkoller kriegen, wenn Den er er plötzlich mit ein bisschen Figuren herumschieben auf einem Holzbrett in einer Woche mehr verdient als ein ganzes Dorf daheim mit Holzfällen und bittersten Abrackereien im ganzen Jahr?
Und dann ist es nicht eigentlich verflucht leicht, sich für einen großen Menschen zu halten, wenn Wenn man es nie in nicht. Ahnung belastet ist, dass ein Rembrandt, ein Beethoven, ein Dante, ein Napoleon gelebt haben. Dieser Bursche weiß in seinem vermauerten Gehirn nur das eine, dass er seit Monaten nicht eine einzige Schachpartie verloren hat. Und da er eben nicht ahnt, dass es außer Schach und Geld noch andere Werte auf unserer Erde gibt, hat er allen Grund, von sich begeistert zu sein. Nach 3 Tagen begann ich mich tatsächlich zu ärgern, dass seine Abwehrtechnik geschickter war als mein Wille, an ihn heranzukommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie die Gelegenheit gehabt, die persönliche Bekanntschaft eines Schachmeisters zu machen. Und je mehr ich mich jetzt bemühe, mit mir einen solchen Typus zu personifizieren, umso unvorstellbar schien mir eine Gehirntätigkeit, in der ein ganzes Leben lang ausschließlich um einen Raum von 64 schwarzen und weißen Feldern rotiert. Ich wusste wohl aus eigener Erfahrung um die geheimnisvolle Attraktion des königlichen Des Spiels. Spiels unter allen Spielen, die der Mensch ersonnen, dass sich nur souverän jeder Tyrannis des Zufalls entzieht und seine Siegespalmen einzig dem Geist oder vielmehr einer bestimmten Form geistiger Begabung zuteilt. Aber macht man sich nichts anderes, nicht bereits einer beleidigenden Einschränkung schuldig, indem man Schach ein Ist Spiel es nicht nennt? auch eine Wissenschaft, eine Kunst, schwebend zwischen den Kategorien, wie der Sarg Mohammeds zwischen Himmel und Erde, eine einmalige Bindung aller Gegensatzpaare, uralt und doch ewig neu, mechanisch in der Anlage und doch nur wirksam durch Fantasie, begrenzt in geometrisch starren Raum und dabei unbegrenzt in seiner Kombination, ständig sich entwickelt durch steril Denken, das zu nichts führt, eine Mathematik, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke, eine Architektur ohne Substanz und nicht desto minder erwiesenermaßen dauerhafter in seinem Sein und Dasein als alle Bücher und Werke, die das einzige Spiel, das allen Völkern und allen Zeiten zugehört und von niemand weiß, welcher Gott es auf die Erde gebracht, um die Langeweile zu töten, die Sinne zu schärfen, die Seele zu Wo sparen. Bei ihm Anfang und wo das Ende. Jedes Kind kann seine ersten Regeln lernen, jeder Stümper sich in ihm versuchen, und doch vermag es innerhalb dieser unveränderbar eines Quadrats eine besondere Spezies von Meistern zu erzeugen, unvergleichbar mit allen anderen Menschen mit einer einzig dem Schach und zu bestimmten Begabung, spezifische Genies in den Vision, Geduld und Technik in einer ebenso genau bestimmten Verteilung wirksam sind wie Mathematiker, Dichter, Musiker und nun in anderer Schichtung und Bildung. Ja, das ist mir genug von der Schachnovelle. Jetzt lese ich eben noch das Nikololied. Lasst uns froh und munter sein und uns recht vom Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklaus Abend da, bald ist Niklaus Abend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Niklaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala, heute ist Niklaus Abend da, heute ist Niklaus Abend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala. Jetzt war Niklaus Abend da, jetzt war Niklaus Abend da. Niklaus ist ein guter Mann, wem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralalalala. Jetzt war Niklaus Abend da, jetzt war Niklaus Abend da. Ja, also, jetzt habe ich mal gesungen und
gequatscht, gelesen, was weiß ich. Und damit bedanke ich mich noch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann, auf Wiedersehen.